Danke. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss euch sagen, ich bin dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass man sich mittlerweile direkt an mich wendet, um Missstände ansprechen zu können, aufzeigen zu können. Und ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich für das Vertrauen. Hör auf, Tiere zu essen, Alexander. Da in mich gesetzt wird, und für dieses Video habe ich mit Sven gesprochen. Und Sven, der arbeitet im Jugendamt, und Sven schlägt Alarm. Wir sind einfach schon jetzt nicht in der Lage, den gesetzlichen Auftrag so wie... Alter Bruder, wenn ich wirklich anfangen würde, mit jedem, der mir schreibt, können wir mal sprechen, zu sprechen, ich würde nicht mehr rauskommen, ne? Oh, den. Ja, im Gesetz steht tatsächlich irgendwo wahrzunehmen. Ich denke, wir bewegen uns jetzt so, wenn ich das so prozentual sehen würde, irgendwo so bei 70% dessen, was gesetzlich vorgesehen ist. Das Thema, über das wir heute sprechen, war mir im Vorfeld so überhaupt nicht bekannt. Und die meisten Artikel, die auf das Problem hinweisen, die sind hinter Paywalls versteckt. Und Leute, ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. Artikel, die bedeutende soziale Probleme öffentlich sichtbar machen sollen, das wäre so wichtig, dass es eben jeder sehen kann und lesen kann. Deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass ich das Video hier mache. Habt ihr gemerkt, wie tief der saß? Wir leben gerade in einer Krisenzeit. Wir müssen das, glaube ich, jetzt akzeptieren. Und in Zeiten der Krise, da entscheidet es sich. Denken wir an uns oder denken wir an die, die sich selbst nicht helfen können? Und falls ihr euch noch dunkel dran erinnern könnt, während der Pandemie wurde über die Verschlechterung der Kindersicherheit gesprochen, über die Zunahme an häuslicher Gewalt, das Anwachsen von psychischen Problemen bei Kindern und Jugendlichen. Das war mal ein Thema. Und dann kündigte man Hilfe an und das Thema fiel wieder unter den Tisch. Leider muss ich euch was sagen. Wir haben nur die Augen verschlossen, weil wir gedacht haben, darum kümmert sich jemand. Aber die Probleme sind nicht besser geworden. Ganz im Gegenteil, sie sind schlimmer geworden. Hat sich die Lage seitdem entspannt im Verlauf des letzten halben Jahres, sage ich jetzt mal? Nee, das glaube ich nicht. Für mich habe nicht das Gefühl, dass sich da irgendwas entspannt hat. Ganz im Gegenteil, ich glaube einfach, dass dadurch, dass wir ja von einer Krise, sage ich jetzt mal, in die nächste rutschen, dass das Level wahrscheinlich sogar noch ein bisschen anzieht. Kinder sind die Leidtragenden in dieser Krise. Wir werden viel mehr Menschen haben mit schwerwiegenden psychischen Erkrankungen, die in ihrer Jugend und Kindheit Gewalterfahrungen gemacht haben, Opfer von psychischer oder ähnlicher Gewalt sind. Ich glaube nicht, dass wir dem gesellschaftlich, dass wir in der Lage sind, das zu handeln. Wir werden Kindertagesstätten und Schulen haben, wo täglich, sage ich jetzt mal, irgendwo tatsächlich Kinder rausgeholt werden, weil irgendwas zu Hause ist, weil irgendwas nicht läuft. Wir werden kaum eine Familie haben, die tatsächlich ohne irgendwelche Hilfen irgendwo zurechtkommt. Oder die wird halt im Stich gelassen, weil die Kapazitäten nicht reichen und darf sich damit selbst beschäftigen. Wenn ich noch näher drüber nachdenke, vermute ich, dass das irgendwann darauf hinausgeht, dass präventiv und ambulant fast gar nichts mehr möglich ist und nur noch die ganz krassen Fälle bearbeitet werden. Also dann auch nicht mehr die mittelschweren, sondern nur noch das, wo... Da werden wir, denke ich, drauf hinkommen, ja. Wir steuern geradewegs auf eine Katastrophe zu. Und wir sehen sie nicht, weil sie nur die Menschen betrifft, wir steuern, die wir nicht sehen wollen. Alter, wir steuern da nicht drauf zu, wir sind schon mittendrin, oder? Jedes dritte Kind in Deutschland armutsbetroffen. So, auf was sollen wir denn zusteuern? Das ist ein Komplettversagen. Bevor wir beginnen, hier noch ein kurzer Programmhinweis für alle Fans der Eisberg-Serie. Die Serie ist jetzt umgezogen auf den Kanal Eisberg. Jetzt kommt jeden Donnerstag 17 Uhr eine ganz neue Folge online. Diese Woche erschien Folge 10. Abonniert also den Kanal Eisberg und seid jeden Donnerstag 17 Uhr dabei, wenn wir uns immer weiter hinabbewegen in die Tiefen der Verschwörungsmythen. Und jetzt geht's los. Gustav Heinemann, der dritte Bundespräsident der BRD, der sagte einst, man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt. Reden wir also darüber, wie wir mit denen umgehen, deren belastete Lebensumstände dazu führen, dass sie keinen weiteren Druck durch die Krise aushalten können. Und ich rede hier von Kindern, um genau zu sein, von Kindern, um die sich das Jugendamt kümmern muss. Wann kommen endlich die Good Vibes? Nie wieder. Es wird nie mehr besser, als es jetzt ist. Es wird nur noch schlimmer. So, damit müssen wir uns abfinden und dann müssen wir was dagegen tun. Ja? Und zwar, dass es nicht ganz so schlimm wird. Moment, Jugendamt, sind das nicht die, die den Familien bösartig die Kinder rauben?
Props gehen raus an RTL 2 und Co., ja, dass sie über Jahre das Bild so stark überzeichnet haben, dass es sich in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat. Eine repräsentative Forsa-Umfrage hat herausgefunden, dass 37% der Befragten mit minderjährigen Kindern gar nicht wissen, welche Leistungen Jugendämter eigentlich anbieten. Also lasst uns mal ganz kurz die Frage beantworten, was macht das Jugendamt eigentlich? Eine gute Frage. Ich blende euch hier mal eine ganze Liste ein, damit ihr einen ungefähren Eindruck bekommt. Es geht da um die Unterstützung und Beratung von Familien, aber auch Jugendlichen und Kindern, um gerade in kritischen Situationen zu gewährleisten, dass Kinder in ihrer Entwicklung aufgrund eines ökonomischen oder Informationsdefizits nicht zwangsläufig zurückfallen müssen. Das Jugendamt soll dabei auch die Erziehungskompetenzen der Eltern stärken, also es ist quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Aber die Jugendämter haben natürlich auch einen Schutzauftrag inne, nämlich Kinder und Jugendliche vor Vernachlässigung sowie vor psychischer und physischer Gewalt zu beschützen. Schlagen also die präventiven Mittel fehl, die Hilfe zur Selbsthilfe und so weiter und so fort, dann kann es zur Inobhutnahme von Kindern kommen. Das kann temporär, aber auch dauerhaft sein. Und Kinder aus Familien rausnehmen ist natürlich logischerweise ein krasser Schritt und das passiert nur im Notfall, wenn Gefahr im Verzug ist. Und hier ist es wirklich wichtig zu bedenken, Fachkräfte im Jugendamt, die handeln im Rahmen der Gefährdungseinschätzung nie alleine oder willkürlich. Die müssen ihre Vorgehensweise an gesetzliche Vorgaben anpassen, Richtlinien des Kinderschutzes und natürlich auch auf die zuständigen Familiengerichte hören. So, und jetzt stellt euch mal vor, man würde einfach alle präventiven Maßnahmen wegkürzen. Also alle Beratungen und Gespräche, alle Hilfen, alle Informationen und sich nur noch darauf fokussieren, die Kinder aus den Familien rauszuholen, wenn alles zu spät ist. Ja? Einfach alles passieren zu lassen und wenn es dann eskaliert ist, dann die Kinder zu entfernen. Klingt ein bisschen dystopisch, ne? Ist es auch. Ja, und wir steuern direkt darauf zu. Gut, wir hatten es ja gerade. Wir wissen hinlänglich, wie sich die Pandemie auf die Kinder ausgewirkt hat. Aber ich meine, seitdem ist das Leben doch wieder zurückgekehrt. Nun muss sich doch einfach alles verbessert haben, oder? Ich glaube einfach, dass dadurch, dass wir ja von einer Krise, sage ich jetzt mal, in die nächste rutschen, dass das Level wahrscheinlich sogar noch ein bisschen anzieht. Kinder sind die Leidtragenden in dieser Krise. Und das ist die bittere Realität, über die gerade keiner spricht. Die Situation der Kinder ist noch schlechter geworden. Ich meine, schaut euch doch bitte mal um. Denkt ihr denn, dass das, was euch Angst macht, nicht auch Kinder und Jugendliche trifft? Krieg in Europa, steigende Preise bei Lebensmitteln, Strom, Gas, Schulmaterialien, Dinge des alltäglichen Lebens. Familien, die mit geringem Einkommen jetzt an den Rand des Existenzminimums oder darunter gedrückt werden. Und da kommt ja natürlich noch der mittlerweile deutlich spürbare Klimawandel dazu. Ich meine, wie soll man als junger Mensch denn bitte noch frohen Mutes an die Zukunft glauben? Auch Caritas-Beratungsstellen berichten, dass viele Kinder und Jugendliche und Familien komplett am Limit sind. Wir machen uns das Ausmaß der Probleme für Kinder gar nicht bewusst. Weil das sind ja Kinder. Wir sind ja Erwachsene, wir haben Erwachsene. Wir machen uns das Ausmaß von keinem Problem so wirklich bewusst, ne? Sondern wir meckern über die, die uns sagen, dass wir Probleme haben. Das gilt doch für alle Bereiche. Jetzt mal bei aller Liebe, ne? Probleme und Kinder. Was verstehen die schon von der Welt? Ha, die nehmen das doch alles ganz anders wahr. Die kommen damit schon klar. Ich habe jetzt mal ein paar bleiche, erschreckende Zahlen für euch. Und die sind noch nicht mal aktuell, sondern aus dem Jahr 2021-22. Eine DRK-Studie zwischen 2018 und 2021 kam zu folgenden Zahlen, um jetzt mal nur ein paar zu nennen. Plus 54% mehr neue diagnostizierte Essstörungen bei Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren. Also es sind... Danke TikTok. Mehr, und zwar um 54% mehr, die neu dazugekommen sind. Also heißt nicht, es kommen 54% dazu, sondern von denen, die dazukommen, sind es auch nochmal 54% mehr als normal. Plus 23% mehr neu diagnostizierte Depressionen bei Mädchen 10 bis 14 Jahre. Depressionen 10 bis 14-jährige Mädchen. Plus 24% mehr neue diagnostizierte Angststörungen bei Mädchen 15 bis 17 Jahre. Plus 15% mehr neu diagnostizierte Adipositas-Fälle bei Jungen zwischen 15 und 17 Jahren. Leute, das ist betrüblich. Und mit betrüblich meine ich katastrophal. Noch bedenklicher ist aber folgender Zusammenhang. Plus 19% erhöhtes Risiko einer Depressionsneuerkrankung bei Mädchen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status gegenüber Mädchen aus Familien mit hohem Status. What? Armen Menschen geht's noch schlechter als reichen Menschen? Das kann ich mir nicht vorstellen.
15 bis 17 Jahre. Plus 62% erhöhtes Risiko auf Adipositas bei Jungen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status gegenüber Jungen aus Familien mit hohem Status. 15 bis 17 Jahre. Also was lernen wir daraus? Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem sozioökonomischen Status sind besonders schwer getroffen von dieser Entwicklung. Kinder aus prekären Verhältnissen haben ein 3- bis 4-mal so großes Risiko unter psychischen Auffälligkeiten wie Depressivität oder Angstsymptomen zu leiden, sagt die Leiterin der COPSI-Studie, Professor Ulrike Raven-Sieberer. Die COPSI-Studie wurde während der Pandemie eingerichtet, um Kinder und Eltern nach ihrem Wohlbefinden zu fragen. Ich meine, wie stellt ihr euch das denn vor? Wenn deine Familie gar keine Möglichkeit hat, die Probleme, die durch die Krise entstehen, abzufangen, deine eigene Zukunft düster aussieht und nicht im Sinne von boah, was gerade passiert, finde ich blöd, sondern meine komplette Existenz bricht gerade zusammen, dann ist das vielleicht ein ganz kleines bisschen beeinflussender für deine eigene Psyche als die von Lisa, die sich in ihrer Vorstadtvilla langweilen muss, weil ihr Tanzkurs ausfällt. Einfach nur mal irgendwelche Stereotype hier reingeworfen. Dann geht es dir natürlich deutlich beschissener. Und das hat viele Familien, die bis zu dem Punkt irgendwie klargekommen sind, weil man sich eingestellt hat auf die Zustände, auf die Umstände, auf Eventualitäten, weil alles irgendwie in geregelten Bahnen lief, unter dem zusätzlichen Stress jetzt zusammenbrechen lassen. Und was das für die Kinder bedeutet, das sehen wir aus der Perspektive des Jugendamtes leider ziemlich deutlich. Ich glaube, die Anlässe für unsere Einsätze haben sich massiv verschoben, sage ich jetzt mal. Viel mehr in Richtung Gewalt und Krisen in Familien. Wir haben wesentlich mehr Kinderschutzmeldungen insgesamt, als das jetzt noch vor ein paar Jahren war. Das bestätigen mir die Kollegen, als dass ich das jetzt auch relativ sicher sagen kann. Und ich habe zumindest auch so das Gefühl von anderen transportiert bekommen, dass auch die Dramatik einfach zunimmt. Also es kommt häufiger dazu, Kinder aus Familien rauszunehmen, in Kinderschutzeinrichtungen, in sogenannte in Obhutnahmeeinrichtungen. Wir hinken da mit dem Hilfesystem einfach gewaltig hinterher. Wir haben nicht genug Einrichtungen, die Kinder können. Wir haben erst recht nicht genug in Obhutnahmeeinrichtungen. Weiß auch nicht, ob die Kommunen finanziell darauf ausgelegt sind. Also das ist irgendwann ja sicherlich auch nochmal eine Frage. Sprich, man muss sich durch die Menge an extremen Fällen immer mehr um ausschließlich Eskaliertes kümmern. Das ist allerdings auch noch viel zeitaufwendiger, als man jetzt denkt. Ja, mal ein kleines Beispiel einfach nur. Naja, also in Obhutnahme müssen ja immer sofort passieren. Das heißt also, wir müssen die Kinder aus der Familie nehmen und dann ist das unser Problem, wo wir die Kinder hinbringen. Hatte sich abgezeichnet, 2 Kinder aus einer Familie rauszunehmen und ich habe über 3 Stunden alleine gebraucht, um Einrichtungen zu finden, die 2 Kinder aufnehmen. Und das sind tatsächlich Kinder gewesen, die jetzt nicht so super auffällig sind, als dass man sagt, da braucht man so eine spezialisierte Einrichtung. Und das ist, wie gesagt, kein ungewöhnlicher Fall, das ist tatsächlich eher so ein bisschen Alltag. Und 3 Stunden, das ist schon fast ein halber Arbeitstag, sage ich jetzt mal, nur fürs Besorgen von Einrichtungen, dass man weiß, wo bringt man die Kinder hin. Da ist noch nichts, kein Gespräch in der Familie drin gewesen, keine Dokumentation oder irgendwas anderes. Und das muss passieren. Da gibt es gar keine Wahl. Also wird stattdessen alles andere gekürzt, was man irgendwie wegkürzen kann. Aber das ist halt dummerweise genau das, was diese akuten Fälle in der Zukunft vielleicht verhindern könnte. Und so entsteht ein Teufelskreis. Und die Beratung ist aber auch das, was als erstes gekürzt wird. Das heißt, in einer Beratungssituation wird man immer schauen, oder in der Überlastungssituation besser gesagt, was sind wichtige Aufgaben und was sind eher unwichtige Sachen. Und all das, was jetzt sozusagen präventiv wirkt, also wenn ich jetzt in einer Familie bin sozusagen, die merkt, sie kommt miteinander nicht zurecht, weil die große Streitmuster hat und man kann schon tatsächlich so ohne weiteres nicht mehr beraten und versuchen, an der Situation noch was zu machen, solange es noch nicht eskaliert ist, dann ist das natürlich schwierig und so baut das aufeinander auf. Wir haben keine Zeit, solche Gespräche zu führen, müssen das an irgendwen delegieren. Die sind natürlich auch alle überlastet. Das heißt, wir haben Vorlauf auch in Krisensituationen für solche Beratungsdinge von, weiß nicht, 4 bis 6 Wochen locker. Teilweise, einige Kollegen sind auch gar nicht in der Lage, tatsächlich da so eine Beratung durchzuführen. Und das muss dann irgendwie durch, weiß ich nicht, Seelsorge oder andere kostenlose Angebote dann irgendwo wahrgenommen werden, die aber natürlich auch ihrerseits einfach so überlastet sind, dass die Wartezeiten haben und sehr stark priorisieren müssen. Also sprich, die Eskalation ist dadurch wahrscheinlicher, weil eine Prävention in immer weniger Fällen überhaupt stattfinden kann. Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen.
Ich meine, überlegt euch das mal. Man wartet über einen Monat auf ein Krisengespräch. Welche Krise sagt denn, oh, ich habe jetzt mal einen Monat Pause? Deeskalation ist halt nicht denkbar auf diese Art und Weise. Ich glaube, ihr ahnt langsam, wie übel die Situation wirklich ist, oder? Und ich sag's euch jetzt mal ganz krass. Es ist mittlerweile so, dass dem Kind erst was Akutes passieren muss, dass schnelle Hilfe überhaupt stattfinden kann. Das heißt, es gibt nur bestimmte Sozialarbeiter, die sind ja auch Mangelware. Das heißt, im Regelfall ist jede Kommune mit Sozialarbeiter. Auch im weltweiten Vergleich haben die Armen oft Übergewicht. Naja, was ja jetzt primär an fehlender Aufklärung und Bildung liegt, ne? Das erkennt man doch auch hier im Chat. Wann immer über Veganismus gesprochen wird, heißt es doch, naja, vegan und gesund kann man sich nicht leisten, weil zu teuer. Ne? Das ist einfach fehlende Aufklärung und Bildung. Und dann wird's auch klar, ne? Wen fehlt denn im Schnitt am meisten Bildung und Bildungszugang? Sozialarbeit, egal in welchem Bereich, egal ob Sozialamt, Jugendhilfe oder wo auch immer, sehr stark unterbesetzt. Es gibt nur eine hohe Ausfallquote, viele Langzeitkranke tatsächlich, Urlaub und kurzzeitige Erkrankungen zusätzlich. Das heißt, ich würde mal schätzen, also die Hälfte der Leute wird wahrscheinlich regulär so in etwa da sein, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und genau, mit denen muss man aber das gleiche Gros an Arbeit schaffen, sozusagen, wie das sonst der Fall ist. Ich meine, ich hatte ja bereits erwähnt, dass man relativ wenig Informationen zu dieser Gesamtsituation bekommt. Es ist, to be honest, auch günstiger, Maggi-Fertigmischung über die Nudeln zu kippen, als eine Gemüsepfanne zuzubereiten. Siehst du, da fängt es doch schon an. So, die Antwort ist nein. Es ist nicht günstiger, eine Fertigmischung von Maggi über Nudeln zu kippen. So, das ist einfach falsch. Aber es ist ja genau das, was ich sagen wollte. Vielen Dank für die Bestätigung dieser These. Ja. War nicht einfach. Die Suche nach Informationen ist ja generell so meine Hauptbeschäftigung. Dauert am längsten und ist ja das Wichtige. Packung Chips 1 Euro, 1200 Kilokalorien oder Salat für 1 Euro. Die Armen kaufen dann die Chips. Dumm. Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber ist dumm. So. Nein, auch da ist die Antwort einfach nein. Arme Menschen stellen sich nicht die Frage, wo sie die meisten Kilokalorien für das wenigste Geld herbekommen, weil dann würden sie alle vegan leben. Was ist denn los mit euch? Könnt ihr aufhören zu reden, bitte? In diesen Videos, nicht etwa meine Anzüge. Auch wenn ich mir da Mühe gebe. Und je nach Thema ist auch nicht jede Information, die man sucht, auch wirklich von dem Standort findbar, den man jetzt physisch einnimmt mit seiner Figur. Also da, wo ein Alex sitzt, heißt es nicht, dass der Alex da auch eine Info kriegt. Und auf der anderen Seite will man ja auch nicht an jedem Standort findbar sein. Und das hat auch nicht viel mit Gewohnheiten oder sonst irgendwas zu tun. Gewohnheiten spielen da auch eine Rolle, weil die sich dann automatisieren. Aber es hat so viele Gründe, ne? Hat so viele Gründe. So, was will denn die alleinerziehende Mutter von 3 Kindern machen, wenn sie irgendwie 4 Jobs arbeitet und dann zwischen Tür und Angel noch Essen zubereitet? So, da muss es schnell sein und convenient sein. Und günstiges Convenient Food ist jetzt nicht das Gesündeste auf diesem Planeten, ne? Da gibt es so viele Gründe für, warum das der Fall ist. Und alle könnten mit Aufklärung und Bildung überwunden werden. Das führt uns zum Sponsoren des heutigen Videos, CyberGhost VPN. Wenn du im Netz unterwegs bist, schützt 1000 Leute. Doch einfach eure Fresse egal, mit eurem scheiß VPN-Server. Was ist denn los mit PC-Welt. Euch? PC-Welt.de Plattform nutzen und ein iPhone aus unterschiedlich sind, einfach nicht 100% Rabatt für euch. Klickt einfach auf den ersten und guck mal, wie kann man sich denn selber ernst nehmen, wenn man ein Produkt anbietet, das 82% rabattiert ist? Verstehe ich nicht. Videobeschreibung. Und außerdem habt ihr dann auch noch eine 45 Tage. Yes! Naja, und sollte mal was nicht funktionieren, hilft euch der deutsche Support, der 24/7 erreichbar ist. Dann gucke ich mir doch lieber wieder den Handrückenhoden an vom Parameter. Erreichbarer Support. Wäre schön, wenn es so einen Support auch für Probleme direkt in und mit Deutschland geben würde, den man anrufen kann. Ja, schon allein um zu fragen, wie groß ist denn eigentlich das Ausmaß dieses Problems, das wir jetzt hier gerade zu verstehen versuchen. Aber nein, gibt's leider nicht. Stattdessen müssen wir uns jetzt einfach mal ein paar Statistiken ansehen, um uns die Gesamtsituation unserer Gesellschaft vor Augen zu führen. Und wie ist sie so? Na, 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 na.
We're completely fucked, completely fucked. We're completely fucked. Laut des Berichts der Begleitforschung zum 6. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung war das unterste Quintil, also Fünftel, der Einkommen am stärksten vom Einkommensverlust während der Pandemie betroffen. Beinahe 50% der Menschen, die sich in diesem Einkommensspektrum befanden, hatten das zu verzeichnen. Und dahingehend ist es auch noch wichtig, da legen wir jetzt noch eine andere Statistik oben drüber, die Zunahme des Schuldenstandes in diesem Spektrum zu betrachten. Und damit wird deutlich, die Pandemie hat die Ärmsten der Gesellschaft weiter aus der Bahn geworfen, vor allen Dingen langfristig, da sie ihm keine Möglichkeit... Was? Arme Menschen werden am schnellsten ärmer und reiche Menschen profitieren von Krisen? Das kann doch nicht wahr sein. Möglichkeit hatten, sich auf diese Situation einzustellen. Oder die... Ist ja schon wieder so, als ob diese ganze Wissenschaft einfach nur den Linken zustimmen würde, ne? Ich glaube, Wissenschaft ist schwer manipuliert. Wissenschaft sagt immer, die Linken haben recht. Finde ich echt mies. Probleme dieser Zeit abzu... Hier und Vegano anliefern. Kannst du bitte mal einem Moderator schreiben, was dein Main-Account ist und warum der gebannt worden ist? So, weil wir sehen hier alle, dass du gebannt bist und dass du jetzt hier einen neuen Account erstellt hast. Und lass uns jetzt durchlaufen, aber bitte schreib, wer das ist und warum. Und dann, ne... zu fangen. Anders als das reichste Quintil, das sogar einen Schuldenrückgang verzeichnen konnte. Wir stellen also fest, Pandemie war wieder richtig gut für die Umverteilung. Also von unten nach oben. Ja, also nicht die gute von oben nach unten. Aber was erzähle ich? Es gibt ja gar kein unten und oben. Schaut euch das hier mal an. Alle halten sich für Mitte. Großartig. Schön, dass wir alle so gleich sind. Manche sind halt ein bisschen gleicher als andere. Dinge, die für die ganz normale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wirklich wichtig waren, sind in den letzten Jahren weggefallen. Ich zitiere mal, Kinder und Jugendliche sind in besonderem Maße durch Kita- und Schulschließungen und Kontaktverbote betroffen. Ihr psychisches Wohlbefinden hat sich während der Corona-Pandemie deutlich verschlechtert. Das bestätigen inzwischen zahlreiche Studien. So auch die COPSI-Studie, in der zum Jahreswechsel mehr als 1000 Kinder und Jugendliche und ca. 1600 Eltern teilnahmen. Danach zeigte jedes dritte Kind psychische Auffälligkeiten wie Ängste, Schmerzen, depressive Symptome. Besonders betroffen sind Kinder aus Familien in prekären Lebenslagen. Kurz vorher hatte bereits eine österreichische Untersuchung bei Schülerinnen und Schülern über 14 Jahre alarmierende Ergebnisse hervorgebracht. Mehr als die Hälfte litt unter depressiven Symptomen und Angststörung. Was? Mehr als die Hälfte. Die nächste Generation ist komplett am Arsch, Leute. Dr. Manuel Munz, Oberarzt des Zentrums für Integrative Psychiatrie vom UKSH, der sagt, die Angststörungen haben bei Kindern zugenommen, weil die Lebensräume, in denen sie mutig sein müssen, durch die Pandemie ausgeschaltet waren. Es war zu viel Vermeidung möglich. Das müssen wir kurz einordnen. Wir haben auf der einen Seite das Zusammenbrechen des gesamten Konstruktes, das ein Leben eines Kindes definiert. Dann hast du die starke Belastung der Familien, vor allen Dingen der Familien, die an sich schon grundsätzlich nicht so viele Möglichkeiten haben, die sie dem Kind bieten können. Nun ist die Pandemie vorbei, die Ängste sind aber noch da und vor allen Dingen die Möglichkeit, mit Ängsten klarzukommen, weil man beispielsweise keine soziale Interaktion hatte, wo man mit Konflikten klarkommen musste und so weiter und so fort. Und nun kommen multiple weitere Krisen on top. Krisen, die teilweise die Familien noch weiter belasten und über das Maß belasten, das sie selber stemmen können. Beispielsweise die Belastung durch hohe Energiepreise. Also Stresstoleranz ist geringer geworden, Belastungsniveau wächst immer weiter an. Und da frage ich euch, ist es da verwunderlich, dass die Kinder leiden und Schäden davon tragen? Ich zitiere mal weiter. Da merke ich schon, dass viele Jugendliche bedrückt sind und auch unsicher sind im Zusammenhang mit der gesamten Unsicherheit jetzt in der weltpolitischen Lage. Und das Zweite ist, dass eben jetzt einerseits mit der Pandemie und jetzt auch mit den Energiepreisen, die Themen in den Medien sind, sich wieder zeigt, dass gerade Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren und bildungsfernen Haushalten mehr zu kämpfen haben als die anderen. Also viele Alltagsprobleme, also die gerade dann bei diesen Bevölkerungsgruppen ins Gewicht schlagen. Ich hatte ja gesagt, es gab dieses Hilfsprogramm. Und Ende 2022 läuft das Corona-Aufholpaket aus, mit dem Kinder und Jugendliche durch Angebote in den Bereichen Bildung, Sprachförderung, Freizeit und Erholung unterstützt werden sollten. Ich zitiere nochmal. Wir sind dankbar, dass mit dem Aufholpaket Maßnahmen realisierbar waren, die Angstspiralen unterbrochen haben und jenen Zukunftsmut stärkten, den die Kinder und Jugendlichen angesichts der aktuellen Hyperkrisen leicht verlieren. Das
klingt ja erstmal ganz gut. Allerdings war dieses Paket wohl wenig wirksam. Es geht hier um 2 Milliarden Euro, also 150 Euro pro Kind, wovon die Hälfte allerdings für kommerzielle Nachhilfeeinrichtungen ausgegeben werden sollte. Ich bin da kein Experte, aber ich zitiere mal ein. Das Corona-Aufholpaket ist im Endeffekt die Fortsetzung des Lernversprechens Schulen und Kitas zuerst, von dem nicht mehr viel übrig geblieben ist. Dieses Urteil fällt Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks. Okay. Mag sein, dass er das so sieht. Aber wie ist es denn mit der Selbstevaluation? Ja, man soll ja immer mal schauen, was haben wir richtig gemacht, was haben wir vielleicht falsch gemacht. Evaluieren wir das mal. Und im Mai kam dann eben ein Evaluationspapier zu dem Paket heraus. Und da hieß es, dass, Zitat, sehr viel Heterogenität und eine sehr lose Kopplung zwischen den einzelnen Maßnahmen und den Zielen des Aufholprogrammes zu bemerken ist. Was soll man da noch dazu sagen? Ich denke, ihr habt verstanden, was das bedeutet. Und das ist kommunikativ ist das auch sehr, sehr schwierig, ne? Weil, guck mal, du musst verstehen, was du mit so einer Rhetorik verursachst. Wenn du sagst, die Drecksgeldunverteilung in Deutschland schadet jedem außer Lindner und seiner Porsche-Bande, dann ist das sehr, sehr schwierig formuliert. Und ich kann dir auch erklären, warum. In Deutschland fühlt sich jeder der Mittelschicht zugehörig. Jeder. Und die allermeisten Menschen, zumindest der arbeitenden Bevölkerung, wissen und glauben, dass es Menschen gibt unter ihnen. Wenn du von Geldwert, Unrecht oder Umverteilung sprichst, glauben die alle, dass die Dinge abgeben müssen. Das ist dieses, ich möchte das, was ich habe, verteidigen. Ja? Also Umverteilung von oben nach unten sorgt in der breiten Bevölkerung für Ablehnung, weil die Leute denken, sie müssten Dinge abgeben. Deswegen ist immer der Fokus auf woher das Geld kommt, der ist ziemlich falsch, na? Weil es nur zu mehr Angst führt. Angst vor Umverteilung. Wir müssen anders kommunizieren, na? Die sozialistische Politik muss einfach sehr viel populistischer werden, und damit meine ich nicht den bösen Populismus, sondern den, komplexe Themen möglichst einfach zu erklären und vielleicht nicht im ersten Moment die Lösung bieten, sondern erstmal das Problem beschreiben. Arme Menschen sind arm. Ja. Feed the poor statt tax the rich. Ja. Das verstehen die Leute nicht. Menschen sind sehr viel nicer darin und auch sehr viel gewillter darin, zu akzeptieren, anderen zu helfen. Aber wenn du von Umverteilung sprichst, dann denkt jeder deutsche Arbeiter, jede deutsche Arbeiterin denkt, oh Gott, die wollen mir was wegnehmen. Natürlich stimmt das nicht, aber... Schöne Grüße von der Mittelschicht, de Karlere. Ich könnte ja auch sagen, dass die Schere zwischen Arm und Reich ein Riesenproblem ist. Du könntest auch einfach sagen, dass armen Menschen geholfen werden muss. Also ich weiß nicht, wie simpel ich das noch für dich... ausformulieren muss, dass du das verstehst, aber... Eine andere Sache, die sehr wichtig ist im Kontext dieses Videos. Ich rede hier auf der einen Seite von der großen Gruppe Kinder, die besonders leiden in dieser Situation. Dann rede ich auf der anderen Seite von der kleineren Gruppe, nämlich den Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Familien. Und mein Fokus liegt auf dieser Gruppe Kinder, denn das ist die Gruppe Kinder, die keine Lobby hat und die am stärksten unter dieser Situation leidet. Wer von den Kindern ist denn jetzt arm? Naja, immer mehr. Das ergibt der neue Mikrozensus. Die Anzahl der von Armut betroffenen und bedrohten Kindern war 2020 ganze 20,4%. Insgesamt sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Deutschland etwa 13 Millionen Menschen armutsgefährdet. Das entspricht 15,8% der Bevölkerung. Und eine Person, die gilt laut EU-Definition als armutsgefährdet, wenn sie weniger als 60% des durchschnittlichen Einkommens der Gesamtbevölkerung zur Verfügung hat. Ich habe mal geschaut, für Alleinlebende sind das dann netto 1.074 Euro. Ich habe da unterschiedliche Angaben gefunden, so in der Drehe pendelt sich das ein. Das ist vielleicht wieder so ein Problem, das wir haben. Wir reden immer von Geld, wenn es um Armut geht. Aber das ist sozusagen der Nukleus, also der Kern des Problems. Aber es ist nicht das ganze Problem. Kinderarmut ist eben nicht nur wenig Geld zu haben. Wohnen Kinder beengt oder an viel befahrenen Straßen? Welches Verhältnis haben sie zum Lernen? Gibt es gesundheitsschädigende Faktoren?
Als mehrdimensionaler kindbezogener Armutsansatz ist das in der Forschung bekannt. Echte Resilienz, also die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, hängt von allen Dimensionen gleichermaßen ab. Auch die Schulschließungen haben drastische Nebenwirkungen. VWL-Professor Ludger Wössmann rechnet nicht damit, dass sich die Lücken bei Kindern aus prekären Verhältnissen wieder schließen lassen. Also überhaupt nicht. Auch nicht mit diesem Programm. Wie viele Bildungsforscher ist er der Meinung, dass etwa das Milliardenprogramm Aufholen nach Corona gar nicht bei den Kindern ankommt, die es besonders nötig hätten? Ich hab's euch ja gesagt. Er sagt, viele der Kinder, die ohnehin schon auf der Kippe standen, werden ohne qualifizierten Berufsabschluss bleiben und Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz zu finden. Und vielleicht einfach fürs Verständnis. Wenn du als Kind aus einer Umgebung kommst, wo Kultur nicht leistbar ist, wo man beengt lebt, dann sind beispielsweise Begegnungs- oder Jugendzentren fundamental wichtig, weil dort die Kinder teilhaben können am Leben, weil auch da etwas getan werden kann, weil man da der Enge entfliehen kann. Aber während Vereinswesen ist so unendlich wichtig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da muss sehr viel mehr für getan werden und das läuft ja alles ehrenamtlich. Corona waren Begegnungs- und Jugendzentren geschlossen. Die Kinder hatten keinen Ort mehr zu entfliehen, dort wo sie sicher und beschäftigt waren. Wenn du diesen Umstand nicht kennst, dann kannst du nicht verstehen, wie tiefgreifend dieses Problem ist. Aber es waren ja auch Beratungsstellen geschlossen. Ich zitiere mal, Familien sind teilweise mit der Erziehung überfordert, weil die Belastung von außen so groß ist. Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wie gesagt, das Jugendamt ist ja nicht nur ein Phänomen von Menschen, die sozioökonomisch schlechter gestellt sind. Falls das nach dieser Definition kann Armut niemals gänzlich bekämpft werden. Guck mal, aber das ist doch klar. Die Kommunikation ist neoliberal, wenn es um solche Definitionen geht, weil du gar nicht auf gleiche Verteilung aus bist, sondern du hast einfach eingesehen, okay, es wird immer Arme geben und es wird immer Menschen geben, die zu reich sind, weil die bezahlen den ganzen Bums und deswegen müssen wir irgendeine Definition raushauen, die zumindest im Ansatz das erklärt, was wir meinen. Wenn wir irgendwann an einem Punkt sind, wo Menschen finanziell zumindest nicht mehr in Angst leben müssen, und zwar kein Mensch, dann gibt es auch keine Armut mehr. Dann gibt es immer noch reiche Menschen, aber es gibt keine Armut mehr. Reichtum ist auch kein Problem, weil es schädlich ist für Menschen, mehr zu haben als andere. Reichtum ist nur deshalb schädlich, weil es Menschen gibt, die nichts haben. Nur niemanden interessiert es, ob er arm ist oder nicht, wenn er sich in seiner Armut laut dieser Definition fucking alles leisten kann und am Leben, auch am sozialen Leben, partizipieren könnte. Und deswegen ist ein BGE so wichtig. Dass jetzt hier irgendwie so den Eindruck gemacht haben sollte, dass das die Verbindung sein sollte. Das wäre so schön, no shit. Alter, ich weiß nicht, warum das Leute als Utopie bezeichnen. Das wäre super piss einfach. Das wäre piss easy. Wäre piss easy, wenn wir die Korruption einfach aus unserer Politik verbannen würden und uns einfach mal konzentrieren würden, dass es Unternehmen gibt, die stärker besteuert gehören. Nein, nein, es geht hier nach wie vor um die Menschen, die am meisten von dieser Krise belastet werden und die Hilfe am allernötigsten hätten, eben auch die Hilfe vom Jugendamt. Also wie gesagt, es ist ein gesellschaftliches Problem. So, viele der gewohnten Beratungs- und Hilfsangebote fielen Corona-bedingt aus und das holt uns jetzt ein. Nimmt die Prävention, also die vorbeugende Arbeit, sonst einen breiten Raum ein, musste diese Arbeit in der Pandemie in weiten Teilen durch reine Krisenintervention abgelöst werden. Belastete Familien seien fast nicht mehr aufzufangen. Da helfen oft nur noch sehr intensive Maßnahmen. Und das bedeutet, dass man wiederum weniger Zeit für Prävention hat. Ihr merkt, das, was sich während der Pandemie dann schon aufgestaut hat, was jetzt dazu führt, dass man intensive Maßnahmen durchführen muss, führt natürlich dazu, dass jetzt weniger Prävention möglich ist. Und zusammen mit der Verschärfung der Gesamtsituation der Ämter und der Hilfsangebotmöglichkeiten bewegen wir uns hier eine Spirale bergab. Und nicht nur die Ämter sind durch die äußere Belastung am Limit, es sind auch die Mitarbeiter an sich. Natürlich hat das was mit der psychischen Belastung zu tun. Das hat was damit zu tun, dass im Alltag auch gar nicht die Möglichkeiten sind, sich irgendwie mit schweren Fällen nochmal irgendwie anders zu beschäftigen, dass es keine Ausgleichsangebote gibt, so Supervision oder so. Die meisten Kommunen haben das einmal, weiß ich nicht, Vierteljahr oder sowas in der Richtung. Das ist also auch gar nicht darauf ausgelegt, dass man kurzzeitig da ein bisschen Entspannung oder Rat bekommen kann. Meistens fehlt auch die Zeit, tatsächlich auch bei den Kollegen mal nachzufragen, wie geht ihr damit um, was habt ihr für Strategien. Im Einzelfall ist das immer, es gibt sich jeder viel Mühe und die meisten Leute reißen sich auch wirklich, sind sehr engagiert dabei. Wenn es dann tatsächlich hart auf hart kommt und wir haben einen Tag,
wo es irgendwie in Obhutnahmen gab, wo es halt auch tatsächlich einfach zur Sache geht, sage ich jetzt mal irgendwie. Dann ist also für so Psychohygiene und solche Sachen einfach gar keine Zeit. Erinnert euch mal an mein Video zur Pflegekatastrophe letztes Jahr. Und wir haben hier genau dieselben Mechanismen, die auch da dahinter stecken. Ist das ein gezieltes Ausnutzen von Menschen, die das aus... Ich kenne so viele Leute, die echt am Minimum leben und dennoch die Leistungsgesellschaft feiern, FDP wählen, gegen Hartz IV sind, weil das natürlich dann immer, also guck mal, das Eingeständnis, dass man selber nicht schuld ist in seiner misslichen Lage und dass man da auch relativ wenig machen kann, ist ein Eingeständnis, das sehr schwer fällt. Weil Menschen wollen alles, Menschen lieben die Illusion, alles im Griff zu haben. Ne? Und deswegen ist ja auch dieses Leistungsgesellschaftsgefasel so attraktiv, weil es den Eindruck vermittelt, dass egal wer du bist, wenn du nur mehr leistest, kannst du auch mehr bekommen. Ja? Also du hast selber den Weg aus deiner Situation in der Hand. Du kannst ihn gehen, du musst nur mehr tun. Ja? Und anstatt das dann irgendwie mal zu versuchen, in die Tat umzusetzen und die es versuchen und daran scheitern, die sagen dann, ja okay, ich scheitere, weil es Leute gibt, die das nicht machen. Ich scheitere, weil Menschen auf ihrem faulen Arsch sitzen. Und das kombinierst du dann noch mit den ganzen RTL-2-Geschichten und mit der allgemeinen Stigmatisierung von Menschen in der Arbeitslosigkeit. Pff, absoluter Witz, ne? Aus Überzeugung tun, weil man es mit denen ja machen kann. Das würde ich schon so sagen, ja. Die Schwierigkeit ist ja auch die, also ich hätte jetzt ja mich viel so mit Quiet Quitting und solchen Dingen beschäftigt, das funktioniert im sozialen Bereich ja nicht. In dem Augenblick, wo ich sage, hier das und das mache ich nicht oder da kann ich nicht oder... Tatsächlich ist das übrigens auch ein Problem, das ausstirbt, ne? Also dieses Leistungsgesellschaftsgefasel. Es gibt repräsentative Studien, die in der Sozialwissenschaft, ich wünschte, ich hätte sie gespeichert, aber deswegen müsst ihr einfach nur bear with me. Die zeigen, dass wir in einer ziemlich umfassenden Veränderungsgesellschaft leben, in der die jungen Menschen schon gar nicht mehr davon ausgehen, sich irgendwann mal ein Haus leisten zu können. So Kids aus den 50ern, 60ern, 70ern, die sind alle aufgewachsen mit dem Wissen, ah okay, wenn ich arbeite, wenn ich jetzt hart unterwegs bin, dann leiste ich mir irgendwann mal ein Haus und das und jenes und hier und da. Die Kids heutzutage, die glauben da schon gar nicht mehr dran. Niemand von denen glaubt, dass sie sich mal ein Haus kaufen können. Wie denn? Ne? Ja. Ich habe jetzt Feierabend, bitte belästigen. Und deswegen arbeiten die auch nicht mehr Vollzeit, weil die sich denken, okay, warum soll ich denn 90% meines Tages dafür opfern, um mir dann irgendwann mal ein Haus leisten zu können, das ich mir eh nicht leisten kann. Also versuche ich doch lieber zu gucken, wie viel ich tatsächlich zum Leben brauche und dann arbeite ich nur so viel. Ja, das ist so die... Ne? Sie mich nicht oder wie auch immer, dann ist man auf der persönlichen Ebene. Dann rufen Eltern an und weinen am Telefon und sagen, wie belastet sie sind. Dann kriegt man mit, dass es den Kindern nicht gut geht und ähnliches. Das muss man auf der Ebene natürlich... Was heißt denn die Kids hier, Bruder? Der halbe Chat denkt doch so und ist weit über 20. Bruder, du bist hier beim linksextremsten Twitch-Kanal. Ich bin ein veganer, linksradikaler Soyboy. Und du willst mir erzählen, dass bei mir im Chat die Leute ein bisschen progressiver denken, oder was? Also wirklich. Natürlich dann auch erstmal bringen, dass man sagt, Mensch, hier, also es tut mir leid, dass sie da jetzt leiden, dass sie sich da in der Familie gewalttätig auseinandersetzen, dass der Vater das Kind missbraucht, aber nach 18 Uhr läuft bei mir nichts. Aber warum ist das kein Thema? Ich kann das schon nachvollziehen, so von Kitas und unterbesetzten Kitas sind viele Leute betroffen. Im Jugendamt eigentlich bloß die Leute, die sowieso irgendwie meist am Rande der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, irgendwie leben oder zumindest... Ich finde das auch super demotivierend. Freundin und ich machen beide einen Master und werden später in unserem Bereich gut aufgestellt sein. Trotzdem werden wir uns nicht mal annähernd das leisten können, was die Generationen vor uns hatten. Und was ist jetzt das Problem daran? Also du musst halt checken, dass das, was die Generationen vor uns gemacht haben, diesen Planeten zerstört hat. Ne? Die Theorie des endlosen Wachstums, die Theorie des, wir müssen uns alles nehmen, weil ansonsten macht es ein anderer, hat uns genau dahin geführt, wo wir jetzt sind. Und zwar,
Und zwar an einem Punkt, wo wir dringlichst unseren Konsum reduzieren müssen. Das heißt, wir müssen das, was sich andere gegönnt haben vor uns, einfach als brutal schlecht stigmatisieren. Es ist schlecht, was damals passiert ist. Und wir müssen es besser machen. Und besser machen heißt weniger konsumieren. So einfach ist das. Und dann, ja. In der Wahrnehmung vieler nicht so eine große Bedeutung haben. Und hier stellt sich doch die Frage, was ist eigentlich an unserem Denken falsch? Wieso lassen wir das eigentlich zu? Naja, zum Beispiel ein eigenes Haus bzw. eine eigene Wohnung würde ich jetzt nicht als pauschal schlecht hinstellen. Da bin ich jetzt auch ein bisschen zu linksradikal. Aber was ist denn schlecht daran, wenn der Staat dir eine Wohnung zur Verfügung stellt, die allen Ansprüchen genügt? Dieses ganze Besitzgelaber. So, Besitz ist nur deshalb wertvoll, weil andere es nicht haben. Deswegen hat Besitz einen Wert. Wenn alle eine Rolex haben, ist eine Rolex nichts mehr wert. Eine Rolex hat nur deshalb Wert, weil sie einen hohen Preis hat und man sich die Scheiße nur leisten kann, wenn man echt viel Geld verdient. Wenn jeder eine Rolex hat, ist scheißegal, ob du eine Rolex hast. Ist halt fucking normal. Und so ist es auch mit Häusern. Häuser sind nur deshalb besonders, weil die allerwenigsten sich ein Haus leisten können. Fucking niemand kann sich ein Haus leisten. Deswegen ist ein Haus geil. Aber Wohnfläche per se ist ein Grundrecht in meinen Augen. Odin, go vegan, my dudes. Weil es vermutlich tief in unserem Denken verwurzelt wurde. Was Armut ist, was arme Kinder sind. Aber für was gehe ich dann noch arbeiten? Vielleicht denke ich hier echt zu altmodisch. Ich gehe arbeiten, um mir etwas leisten zu können. Ja. Du gehst arbeiten, um zu leisten. Und zwar einen Beitrag. Für dich und die Gesellschaft. Das wird sich auch nicht ändern. Bist du wie so ein kleines Äffchen mit so einer Karotte vorgespannt und läufst die ganze Zeit der Karotte hinterher oder was? Er hat auch selbst ein Haus, oder? Ich bin Twitch-Streamer, ich habe 7 Häuser. Willst du mich verarschen oder was? Ich bin doch nicht arm. Warum man arm ist. Dr. Irina Wolf, Leiterin des Bereichs Armut am ISS in Frankfurt am Main, sagt, Armut ist mehr als ein Mangel an Geld. Es ist eine Lebensbedingung, die mit vielen Einschränkungen und Benachteiligungen in fast allen Lebensbereichen einhergeht. Das heißt ganz konkret, dass armutsbetroffene Kinder und Jugendliche viel häufiger als ihre Altersgenossen in finanziell instabilen Haushalten in beengten Wohnräumen leben. Sie leiden häufiger an körperlichen und psychischen Krankheiten. Im Durchschnitt erreichen sie schlechtere Bildungsabschlüsse und im Alltag sind sie von sozialen und kulturellen Aktivitäten aufgrund von knappen finanziellen Ressourcen der Familien weitgehend ausgegrenzt. Leute, das alles bedeutet Armut. Das alles sind die Herausforderungen, vor denen die Betroffenen Tag für Tag stehen. Das sind keine Minderleister, keine Faulen, wie Gerhard Schröder das Bild beispielsweise von Menschen geprägt hat, die auf Hilfe angewiesen sind. Ganz im Gegenteil. Jeder Schritt ist für sie doppelt so schwer wie für andere. Armut ist nur deshalb möglich, weil wir weder solidarisch sind, noch begreifen, dass dieses ganze Leistungsgelaber völliger Schwachsinn ist, dieses ganze Besitzgehaber völliger Schwachsinn ist und dass es Armut nur geben kann, weil alle nach Reichtum streben. So, wir brauchen Leute, die unter uns sind, um zu sagen, ey, okay, aber das ist wenigstens nicht da. Deswegen auch die Stigmatisierung von arbeitslosen Menschen. So, dieses komplette kapitalistische Scheißsystem, dieses Angestellten-Daseinssystem würde nicht funktionieren, wenn wir keine Angst vor der Arbeitslosigkeit hätten. So, viele Menschen leben einfach mit einem Bare-Minimum, ne? Die verdienen so, keine Ahnung, 1,6 bis 2,1 netto im Monat. So, in dem Rahmen
Da ist man normal bis gut dargestellt. Man kann alles, man kann an allem so wirklich partizipieren. Und in der traurigen Realität hassen die meisten ihren Job. So, in der traurigen Realität verdienen die allermeisten so irgendwie in diesem Bereich und sie hassen ihren Job und sie gehen nur dahin, weil sie Angst haben, weniger zu haben. Sie haben Angst, arm zu sein. Wir sind getrieben durch Angst und nicht getrieben durch irgendwelche gemeinnützigen, solidarischen Aspekte. Wir gehen nicht arbeiten, um einen besseren Planeten zu haben. Wir gehen arbeiten, um nicht arm zu sein. Wir gehen arbeiten, damit wir selber uns was leisten können. So, das ist der Grund, warum die meisten Menschen arbeiten gehen und warum sie Angst vor Arbeitslosigkeit haben. Und damit einhergehen, getrieben durch eins. Videogold, ich bann dich jetzt übrigens permanent, weil du echt mal checken solltest, welche Kanäle du so moderierst und was da für ein ekelhafter Trend zu beobachten ist, Alter. Man ist getrieben durch pure Existenzangst. Das ist ja das Perfide an diesem System. Ja, und vor allem ist man auch getrieben, weil man gar nicht checkt, wie viel wir in der Mehrheit eigentlich zu sagen haben, ne? Also dieses Konzept funktioniert ja nur, weil alle mitmachen. Ansonsten würde das ganze System so nicht funktionieren. Wenn es nicht Millionen von Menschen gäbe, die Angst vor der Arbeitslosigkeit hätten, so. Ja. Die Leute wissen nicht um ihren eigenen Wert. Die haben keine Ahnung. Die wissen einfach nicht, wie wertvoll sie sind. Und das ist ein ziemlich perfides Konstrukt, was da gebaut worden ist. Ne? Dass Menschen einem permanent also weil, guck mal, wenn du zehn Angestellte fragst, was ihr Chef von ihnen hält, ne, oder was sie von ihrem Chef halten, dann heißt es immer, oh, der ist mit meiner Leistung nicht zufrieden, ah, ich könnte mehr machen, ah, ich muss hier mehr machen, ja, nee. Alter, niemand stellt sich hin und sagt, ja, ich werde von meinem Chef gewertschätzt. Mein Chef sagt mir jeden Tag, ohne mich wird der Laden nicht laufen und ich werde total gewertschätzt. Was übrigens die traurige Realität für fucking alle Angestellte ist. So, alle Angestellte sorgen dafür, dass der Scheiß läuft. Und jetzt kommt mir nicht mit anekdotisch evidenten drei Aussagen, wo zwei Leute schreiben, doch, ich auch. So, hört auf mit anekdotischer Evidenz. Ne? Odin. Die allermeisten, vor allem im Niedriglohnsektor, für die ist das ein Lob, wenn sie keinen Anschiss kriegen. Und das ist fucking Realität. Wenn der Chef durchläuft und nichts meckert, nichts zu bemeckern hat, dann ist das sowas wie ein Lob. Und die denken sich, heute ist ein guter Tag. Unwissentlich, dass sie die fucking Firma tragen. So unwissentlich, dass sie der Grund sind, also Angestellte sind der Grund, warum es überhaupt Chefs geben kann. So, das checken die einfach nicht. Und ich sage nicht, dass Angestelltenverhältnisse schlecht sind. Ich sage nur, dass sie fair sein müssen. Sie sollten auf Respekt und Solidarität basieren. Und nicht auf Angst. Ich gehe doch nicht arbeiten, und das machen die meisten, die gehen arbeiten, weil sie Angst haben, keine Arbeit mehr zu haben. Kein Angriff. Wohnen darf kein Luxus sein und Unabhängigkeit von der Gunst des Staates oder eines Vermieters zu sein ist erstrebenswert. Ja, aber das ist nun mal, guck mal, neoliberaler Kommunist. Das ist wieder, meine Kommunikation beruft sich nicht auf einer leeren Leinwand. Ich kommuniziere mit der Realität. Ich kommuniziere mit dem, was wir derzeit haben. Na? Und wenn ich mich mit dem 2022er Deutschland hinstellen würde und sagen würde, jeder Deutsche benötigt Eigentum, I'm very sorry, aber da würde ich schon sehr gut verstehen, wenn die Leute sagen, Alter, du hast doch nicht mehr alle. Ja? Und deswegen ist ein Teilschritt zu einem autarken Leben, wo ich selbstbestimmt über meine Grundbedürfnisse verfügen darf, doch wohl die staatliche zur Verfügungstellung, oder?
andere in dieser Gesellschaft. Und jede Krise ist noch viel schlimmer. Aber wie gesagt, man müsste sich halt mit diesen Zusammenhängen beschäftigen, versuchen, die Perspektive zu übernehmen und Perspektivübernahme. Bist du für Enteignung? Ich halte Enteignung jetzt erstmal nicht für etwas Negatives. Und ich bin derzeit eher gegen die Enteignung, denn die Enteignungen, die derzeit passieren, sind Enteignungen beispielsweise von Umweltschutzgebieten für den Kohleabbau. Ne? Das sind die Enteignungen, die derzeit passieren. Man zwingt Eigentümer in ihren Besitz abzugeben, damit dann dort große Konzerne den Planeten ausbeuten dürften. Das ist die Enteignung, die derzeit stattfindet. Das Konzept der Enteignung ist weder neu noch verboten, sondern es passiert am laufenden Band. Ne? Es werden Windräder abgerissen, damit dann Kohle abgebaut werden kann. Das ist so ziemlich das Absurdeste, was man sich im Jahr 2022 mit dem Wissen, das wir haben, ausdenken könnte. Windräder abreißen, um Kohle abzubauen. Es geht nicht dümmer. Ja, das ist bescheuert. Aber ja, das System ist eskaliert. Ich frage mich, wie wir als Bevölkerung stillschweigen können, wenn es Unternehmen gibt, die über 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Multiwohnkomplexe besitzen. Ich frage mich, warum wir als Bevölkerung das sehen und damit kein Problem haben. Denn da ein Problem festzustellen, ist relativ einfach. Ne? Wohnungen, also Wohnraum, ist ein Grundrecht. Ja, das meine ich immer damit, wenn ich sage, dass wir Lebewesen die Grundbedürfnisse geben sollten. Wir sollten Grundbedürfnisse anerkennen. Und die sind von Lebewesen zu Lebewesen unterschiedlich. Bei der menschlichen Spezies sind wir mittlerweile so weit und waren es schon immer, dass vernünftiger Wohnraum mit zu einem Grundbedürfnis zählt. Na? Und mit Grundbedürfnissen sollte kein Geld verdient werden. Denn immer wenn Geld verdient wird, ihr versteht, wo es hingeht. Na? Oh, das ist ja schon in der Pädagogik, im Studium, wer macht das? Das ist schon schwierig alles. Nee, also das machen, glaube ich, die wenigsten freiwillig oder automatisch von sich aus. Aber keine Sorge, die, die das nicht wollen, die können sich dann am Ende vielleicht doch betroffen fühlen, denn tatsächlich hat das einen Wirkmechanismus, der beispielsweise auch gut situierte Bürger treffen würde, wenn das so weitergeht. Ich zitiere mal weiter. Es besteht auch eine starke Korrelation zwischen Armut. Erzählt mir ein Streamer mit 76.000 Followern und 400.000 Bruttoeinnahmen im Jahr. Mit 400.000 kommst du nicht hin, ne? Aber wie du sagst, ist erstens ein Bruttoeinkommen und zweitens hast du keine Ahnung, was ich damit mache. Ne? Ich glaube nämlich an ein solidarisches Miteinander. Ja. Und selbst wenn alles in eine Rolex fließen würde von mir, wäre trotzdem der Inhalt von dem, was ich sage, nicht mehr oder weniger richtig. Es würde mich zu einem Heuchler machen wahrscheinlich oder zu jemandem, der Wasser predigt und Wein trinkt, aber der Richtigkeitsgehalt der Dinge, die ich sage, wird sich dadurch nicht ändern. Ne? Armut, soziale Ausgrenzung und politischer Beteiligung. Junge Menschen, die in Armut aufgewachsen sind, beteiligen sich auch deutlich seltener an politischen Prozessen und glauben auch häufiger, dass die Politik sich um solche Menschen wie sie gar nicht kümmert. Und diese Entwicklung stellt wiederum eine Gefahr für unsere Demokratie dar. Es ist also tatsächlich von bedeutendem Interesse für unsere Gesellschaft und die Politik, dass wir diesen Menschen die Teilhabe ermöglichen können. Ja, also wenn wir jetzt einfach mal die Moral außen vor lassen und schlicht und ergreifend auf dieses Thema blicken. Es ist nämlich so, 2/3 der Kinder aus armen Familien können es schaffen, bis zum jungen Erwachsenenalter diese Armut zu überwinden. Und der Übergang ins Erwachsenenalter ist da von fundamentaler Bedeutung für die Zukunft des Kindes. Grundsätzlich die Kindheit entscheidet über dein Leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass junge Menschen eine geschützte Entwicklung genießen können. Das ist auch so eine Definitionsfrage und das ist sehr wichtig, deswegen möchte ich es nochmal erwähnen. Es gibt keine armen Kinder. Es sind arme Familien. Armut wird vererbt. Nicht nur Reichtum wird vererbt, auch Armut. Und die Wahrscheinlichkeit, aus der Armut zu entkommen, die nimmt auch statistisch gesehen immer mehr ab. Und das müssen wir uns einfach in solchen Momenten vor Augen führen, weil diese Menschen keine Lobby haben. Wir müssen hinschauen und uns das von uns aus anhören, weil es uns niemand erzählen wird. Diese Familien leiden unter der derzeitigen Situation am meisten und die Zukunft ihrer Kinder, die steht auf dem Spiel, wenn wir nicht adäquat helfen. Und es sind unter anderem diese Familien, die die Gesellschaft nicht sehen will. Und viel Hilfe, die sie eigentlich bekommen,
bekommen könnten, bricht jetzt auch weg. Und dann sind es Kinder, die Hilfe gebraucht hätten, Kinder, denen Prävention zusätzliches Leid erspart hätte, Kinder, die vielleicht eine Chance gehabt hätten. All diese Kinder werden nun im Stich gelassen. Und das zerstört nicht nur deren Leben, wenn in dieser entscheidenden Zeit die Hilfe eben nicht da ist, das gefährdet auch langfristig unsere Gesellschaft. Meine Güte. So. Kann man das Problem jetzt noch lösen irgendwie? Was wünschst du dir, Sven? Was wäre denn nötig, um die angemessene Versorgung der Kinder durch das Jugendamt auch in Zukunft zu gewährleisten? Es ist wichtig, einfach die Aufgaben ein Stück weit, also erst einmal überhaupt zu sehen, dass diese... Alter, Evil Twin, du bist hier echt auf dem falschen Kanal, wenn du denkst, dass du hier mit Einkommen flexen kannst, ne? Also, mich interessiert überhaupt nicht, wie viel du und deine Frau verdient und wie krass ihr seid. Und ja, ihr seid die heftigen Ficker und ihr solltet wahrscheinlich für ein geiles, wenn ihr beide noch weiß seid, dann bitte macht viele geile, erfolgreiche, weiße deutsche Kinder, okay? Aber flex damit irgendwo anders. Okay? Habe ich echt keinen Bock drauf. Gesellschaft sich verändert hat. Dass einfach die Eskalation größer ist, dass die Themen größer sind. Die viel wichtigere Frage als wie viel verdienst du ist, wie viel machst du damit und was machst du damit? Ne? Das ist die viel wichtigere Frage. Größer sind, dass wir... Mit über 50, da geht nichts mehr mit Kindern. So, du bist über 50 Jahre alt und wirfst dann einem 30-jährigen Streamer vor, dass er versucht, solidarische Werte auf einer Plattform voller Schmutz zu vermitteln. Ich würde mich schämen. Einfach viel häufiger Kinder aus Familien rausnehmen müssen und da muss ich an allen Enden was tun. Wir brauchen mehr Sozialarbeiter in den Ämtern, sage ich jetzt mal, im Jugendamt und Ähnlichem. Wir brauchen vor allem aber auch viel mehr Leute, die die eigentliche Arbeit machen. Also wir sind zwar diejenigen, die im Zweifelsfall die Kinder aus der Familie holen, sage ich jetzt mal, und die diese ganzen Hilfen steuern, aber mit den Familien arbeiten. Also das, was eigentlich wirklich des Pudels Kern ist, sage ich jetzt mal irgendwie, das wird ja von Anbietern, Trägern oder wie auch immer man sie macht, von so Subunternehmern, würde ich mal so ein bisschen sagen, gemacht. Die suchen auch ohne Ende Leute. Und da ist ein Teufelskreis, sage ich jetzt mal irgendwie. Wir haben nicht genug Leute, die die Hilfen steuern. Wir haben nicht genug Leute, die die Hilfen machen. Wir haben nicht genug Einrichtungen, die die Kinder aufnehmen. Und wir haben keine und jetzt wird es ganz, ganz schwierig, weil jetzt nehme ich euch wieder in die Verantwortung. Kennt ihr das? Das ist so ein dummes Spiel, ne? Das haben Linke so ein bisschen an sich, dass sie immer die Verantwortung in der Mehrheitsgesellschaft suchen. Das größte Problem an Armut ist, dass wir eine Mehrheitsgesellschaft haben, die Armut nicht interessiert. Das ist das größte Problem. Pot of the Moon, vielen herzlichen Dank für 5. Ich meine, schaut irgendwo hin, Mann. Schaut euch irgendwelche Demonstrationen an. Na? Wo sind die größten Demonstrationen? Jetzt außerhalb von der super stabilen linken Protestaktion rund um Fridays for Future und allen beteiligten Untergruppen. Wo sind sie? Ich kann das nicht, ich kann jenes nicht, ich kann das nicht, ich möchte das, ich hab das nicht, ich möchte das. Aber niemand ist auf der Straße, wenn armen Menschen nicht geholfen wird. Wenn wir solidarisch füreinander auf der Straße wären, protestieren würden, unseren Unmut ausdrücken würden und dann auch versierte Wahlentscheidungen treffen würden, wo wir mal wirklich von unserer Demokratie Gebrauch machen, die wir glücklicherweise in Deutschland haben. Und das sind alles Punkte, da muss man unbedingt dran. Also wir könnten alleine mit dem, was wir in unserem Landkreis an Fällen haben, um Kinder unterzubringen, könnten wir, glaube ich, eine komplette eigene Einrichtung zusätzlich füllen. Die meisten sind nur solidarisch mit armen Menschen, wenn sie früher selbst von Armut betroffen waren. Die meisten sind solidarisch, die meisten begrenzen ihre Solidarität auf mal 2 Euro einem Wohnungslosen geben, ne? Was jetzt nichts Verkehrtes ist. Also bitte, was hilft Menschen ohne Geld? Richtig, Geld. Es ist nicht verkehrt, wohnungslosen Menschen Geld zu geben. Und kleiner Spoiler, die allermeisten geben es auch nicht einfach nur für Drogen aus, ne? Aber das ist jetzt nochmal so eine Randnotiz. Aber man denkt sich, okay, ich habe heute
Ich habe heute 2 Euro in so einen Kaffeebecher geworfen. Das reicht für Solidarität. Ne? Das war's jetzt für die nächsten, fürs nächste Quartal. Und das ist einfach nicht, das ist nicht genug. It's not enough. Es gibt ja 1000 Sachen, an denen man regeln muss. Und das muss auch parallel geschehen, weil es nicht, meiner Ansicht nach, nicht sinnvoll ist, nur an einer Schraube, sage ich jetzt mal, irgendwie zu drehen. Das Wer ist denn auf der Straße für die Pflegekräfte? Hm? Pflegekräfte. Ja. Das ist das Grundproblem unserer Gesellschaft. Ja. Wer war denn auf der Straße für Artikel 13? Menschen, die denken, dass Artikel 13 sie negativ beeinflussen wird. Wer ist denn auf der Straße wegen den hohen Energiepreisen? Die, die selbst Probleme mit den Energiepreisen haben. Wer ist denn auf der Straße gewesen gegen Corona-Maßnahmen? Die, die mit den Corona-Maßnahmen ein Problem hatten. Es geht nicht um Solidarität beim Protest in Deutschland, sondern es geht immer um die eigene Nase. Man geht auf die Straße und wehrt sich, wenn man Angst hat oder tatsächlich eine Gefahr droht, dass einem selbst etwas genommen werden könnte. Das hat nichts mit Solidarität zu tun. Iran-Positivbeispiel. Iran ist ein toller Akt, aber Iran ist so ein geiles Lippenbekenntnis. Versteht ihr, was ich meine? Nichts von dem, was wir hier in Deutschland machen, wird irgendetwas im Iran verhindern. Es ist eine Solidaritätsbekundung. Es ist ein Lippenbekenntnis. Man stellt sich hin und sagt, ich bin solidarisch, was gut ist. Aber wir dürfen unsere Solidarität eben nicht nur auf die Momente beschränken, wo es konsequenzlos für uns ist. Das ist wichtig, dass wir das tun, aber wir müssen das ausbreiten. Wenn wir hier gerade über Wohnungslose reden, dürfen wir den Elefanten im Raum aber nicht unerwähnt lassen. Salamibrötchen, ja. Wirklich eine der Debatten, die ich mit am meisten bereue, jemals geführt zu haben, weil ich tatsächlich darüber debattiert habe, ob man einem Wohnungslosen ein Salamibrötchen geben sollte, anstatt mich einfach klar auf die Seite der Salami zu stellen. Denn um die geht's in diesem Fall tatsächlich. Beratungsangeboten an. Die bestehenden Beratungsangebote müssen natürlich ausgebaut werden. Es muss viel mehr Möglichkeiten geben, da tatsächlich präventiv tätig zu sein. Aus meiner Sicht sind viele linke Proteste in Leipzig gehäuft solidarisch. Absolut, vollkommen. So die einzig solidarischen Proteste sind links. Selbstverständlich, klar. Klar. So die letzte Generation, eine 100% solidarische Protestaktion. Fridays for Future, da geht es auch um sehr, sehr viel Solidarität. Es muss vielleicht auch spezialisierte Angebote für bestimmte Sachen geben. Also eigentlich hat da jeder Landkreis bestimmte spezialisierte Beratungsstellen in irgendeiner Weise, die aber deren Kapazitäten nicht angemessen nicht den Bedarf decken, einfach so. Und dann muss ich die Spirale weiterdrehen. Wenn ich dann tatsächlich im präventiven Bereich gut aufgestellt bin, dann muss ich in dem ambulanten Bereich besser aufgestellt sein. Und das. Vegane Salami schmeckt aber überhaupt nicht. Pia Donut, ich kann dir sagen, dass das sehr viel mit Gewohnheit zu tun hat. Ne? Geschmack ist in den allermeisten Fällen einfach nur ein Gewohnheitsding. Das heißt, wenn du von der tierischen Salami in ein paar Wochen mal wegkommen würdest, ne, dann würde sich dein komplettes geschmackliches Profil verändern und du würdest Dinge, die du dann vielleicht im direkten Vergleich nicht so ganz geil findest, plötzlich neu erleben können. Ja. Hilfe sollte ohne Bevormundung stattfinden, ja. Naja, du bevormundest ja das Schwein zur Salami zu werden, ne? Von daher spreche ich mich gegen die Bevormundung in erster Instanz aus. Ist eigentlich auch noch ein Punkt. Also wir bräuchten viel mehr Leute, die eigentliche Arbeit machen, viel mehr Auswahl. Das würde, glaube ich, sowas von viel mehr alles, was danach kommt, entspannen. Also wie gesagt, das ist total schwierig, weil... Leider auch wahr. Don't fuck with an animal rights activist, mein Freund. Du wirst immer den Kürzeren ziehen, immer.
weil sich das Problem halt nicht mit wir stapfen an der Stelle ein Loch irgendwo gelöst ist, sondern weil sich das halt über ganz, ganz viele Bereiche zieht, die einfach auch nicht in der Verantwortung von nur einer Person liegen oder einem Bereich. Liebe Sozialarbeitenden, bitte organisiert euch irgendwie. Ich glaube, der Sozialbereich ist der einzige Bereich, der so überhaupt nicht hingekriegt, sich irgendwie zusammenzustellen, gemeinsam irgendwelche Forderungen zu entwickeln und einfach auch deutlich zu machen, dass das so einfach nicht weiterläuft. Und was passiert, wenn wir das nicht in den Griff bekommen? Ich glaube, es gibt dann nur noch relativ wenig wirklich intakte Familien, also zumindest die, die ohnehin schon, sage ich jetzt mal, prekär sind, finanziell oder wie auch immer. Ich glaube, dass die Chancen gerade für die, die in der Gesellschaft ein Stück weit abgehängt sind, einfach nochmal erheblich sinken. Migrantenfamilien, Leute mit Hartz-IV-Bezug, sage ich jetzt mal, aus einfachen Verhältnissen, die es einfach dann nochmal eine Ecke schwerer haben. Wir werden viel mehr Menschen haben mit schwerwiegenden psychischen Erkrankungen, die in ihrer Jugend und Kindheit Gewalterfahrungen gemacht haben, Opfer von psychischer oder ähnlicher Gewalt sind. Das wird, denke ich, auf die Arbeitswelt gravierende Auswirkungen haben. Das wird auf das Zusammenleben gravierende Auswirkungen haben. Ich glaube nicht, dass wir dem gesellschaftlich, dass wir in der Lage sind, das zu handeln. Und auch wenn das in der Eskalationsstufe weitergeht, sage ich jetzt mal, werden wir viel mehr Kinderschutzmeldungen haben. Wir werden Kindertagesstätten und Schulen haben, wo täglich, sage ich jetzt mal, irgendwo tatsächlich Kinder rausgeholt werden, weil irgendwas zu Hause ist, weil irgendwas nicht läuft. Wir werden kaum eine Familie haben, die tatsächlich ohne irgendwelche Hilfen irgendwo zurechtkommt oder die wird halt im Stich gelassen, weil die Kapazitäten nicht reichen und darf sich damit selbst beschäftigen. Wenn ich noch näher drüber nachdenke, vermute ich, dass das irgendwann darauf hinausgeht, dass präventiv und ambulant fast gar nichts mehr möglich ist und nur noch die ganz krassen Fälle bearbeitet werden. Also dann auch nicht mehr die mittelschweren, sondern nur noch das, wo es... Es ist nicht notwendig, sich industriellen, veganen Scheiß geschmacklich anzutrainieren. Absolut ist das nötig, wenn es darum geht, tatsächlich Leid auf diesem Planeten zu reduzieren, ne, und für Tierrechte einzustehen. Natürlich ist nichts auf diesem Planeten notwendig, aber das Argument der industriellen Herstellung ist schon ein bisschen mau, oder? Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Salami-Produktion gesehen hast, aber die ist auch relativ industriell, oder? Es ist immer dieses, es ist nicht natürlich, es ist industriell, es ist Chemie. Fucking alles ist industriell. Fucking alles ist Chemie. Fucking alles ist, fucking nichts ist natürlich. Da werden wir, denke ich, drauf hinkommen, ja. Also es ist ja jetzt schon die Tendenz. Das ist jetzt bei uns ein großer Trend, dass Aufgaben versucht wird, auf freie Träger irgendwo zu übertragen und gar nicht mehr direkt. Das hat auch nichts mit Training zu tun, sondern eher damit, dass man Gewohnheiten bricht und nicht alle Gewohnheiten sind automatisch gut. Ja. Und natürlich ein Tier in seinen eigenen Darm zu stecken, ja, industriell. Ihr braucht auch überhaupt keine Ersatzprodukte kaufen. Rein pflanzlich kann man sich auch ohne diese ernähren. Absolut, aber ich bin ein großer Freund von Ersatzprodukten. Ich sehe da kein Problem mit. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, dass all diese Ersatzprodukte im allerbesten Fall auch noch Nährwerte industriell hinzugefügt bekommen sollten. Warum sollten wir denn irgendwie unsere Vitamin- oder Nährstoffabdeckung nur automatisch durch natürliche Sachen decken, wenn man das auch einfach industriell klären kann? Das hat nichts mit Chemie zu tun, aber es hat damit zu tun, dass man Salami essen muss. Es gibt genug Essen, das schmeckt und nicht verpumpt ist. Das sind meistens immer ganz schwierige Leute, die sowas schreiben. Also als Behörde wahrzunehmen, das finde ich auch sehr gefährlich, weil dann natürlich auch wirtschaftliche Interessen, sage ich jetzt mal, gegebenenfalls dazukommen. Eine Privatisierung dieses Bereichs? Ich denke, da bewegen wir uns auch schon ein Stück drauf zu, ja. Dann kann ich mir das schon gut vorstellen, dass dann auch gesagt wird, weiß ich nicht, ich habe hier ein Kind, habe das aus der Familie genommen und dann können sich da Einrichtungen drauf bewerben, die das Kind haben wollen oder wie auch immer. Sven, allein die Formulierung dessen ist absolut schrecklich. Ja, es ist wie gesagt jetzt auch ein bisschen überzeichnet, aber wenn wir bei wo gehen wir hin sind, dann denke ich, ist das keine unrealistische Annahme, sage ich jetzt. Und letztendlich kann man... Ach, was bin neu, was genau ist da schwierig? Ach, weißt du, wenn ich damit jetzt anfangen würde, dann... Das wird wahrscheinlich jetzt zu abendfüllend sein.
Ich habe gerade mal einfach ein bisschen durch deine Nachrichten gescrollt und es gibt halt auch einfach Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben, ne? Man ja, so wie die das alles jetzt aufgestellt, also wunderbar als Politiker dann sagen, ja, wir haben es privatisiert, aber jetzt läuft es ja auch. Also wie auch man immer man das dann tatsächlich ja im Detail betrachtet. Ne? Aber ich glaube, gerade für so eine etwas, sage ich jetzt mal, politische Augenwischerei würde sich so eine Privatisierung sicherlich auch gut eignen, weil man dann ja mit wesentlich weniger Geld viel mehr Personal, viel mehr Einrichtungen und Ähnliches machen kann, wenn das tatsächlich marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten folgt. What? Privatisierung? Welches Problem hat Privatisierung jemals gelöst im sozialen oder Gesundheitssektor? Das erschließt sich mir nicht. Das ist dystopisch, oder? Und genau deswegen dürfen wir es eben nicht so weit kommen lassen. Ich hoffe, ich konnte dabei helfen, das Thema bekannter zu machen. Und ich danke Sven für die Chance, mit ihm über dieses Thema zu sprechen. Die Notwendigkeit, gerade diese Bevölkerungsschichten zu unterstützen, ist extrem wichtig, weil ihr Aufprall ja viel heftiger ausfällt, weil sie gar keine Rücklagen und Hilfsmöglichkeiten haben. Und wie ich es ja auch vorhin schon angemerkt habe, die Politik müsste es... Jo, Captain Einauge, es gibt so viele stabile Truppen, gerade in Berlin. Da wirst du, wenn du im Discord einfach mal fragst, welche stabilen Anlaufstellen es in Berlin gibt für linken Protest, dann wirst du sehr, sehr viele Antworten bekommen. Und dann ist es so, dass der erste Besuch bei der Demo immer der schwerste ist. Gerade wenn man alleine ist. Wenn man alleine ist, hat man immer am Anfang ein bisschen Angst, dahin zu gehen, aber sobald man da ist, realisiert man, dass man nicht alleine ist. Und dann ist der Rest ein Selbstläufer. Auf politischer Ebene ja auch interessieren, wie es da weitergeht. Und ist man sich dann endlich des Problems bewusst geworden, dann geht es darum, den Profis endlich mal zuzuhören und nicht... Da habe ich auch Angst vor. Die Frage ist, ob ihr mehr Angst davor habt, euch was auch immer irgendwie zu blamieren oder so oder dann alleine da zu marschieren oder ob ihr mehr Angst davor habt, was passiert, wenn wir es nicht tun. Und ich glaube, letzteres sollte die deutlich größere Angst sein. Habt einfach keine Angst, euch zu solidarisieren. Habt keine Angst vor Protest. Habt keine Angst davor, aktiv zu werden. Na? Hoffnung braucht man nicht, um protestieren zu gehen. Man bekommt die Hoffnung, wenn man protestieren geht. Nicht wie bei dem Aufholpaket einfach mit der Gießkanne ungezielt irgendwas zu verschleudern an Finanzmitteln, dass man sagen kann, man hat ja was gemacht, immer dieser pure Aktionismus. Es geht um den Ausbau von niederschwelligen Beratungs- und Hilfs- und Unterstützungsangeboten für junge Menschen in persönlichen Problemlagen. Es geht um Kulturangebote, es geht um das Anbieten von Schutzräumen für Kinder und Jugendliche und um alles, was eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ich habe auch schon im Discord gefragt, man findet Demos in meiner Stadt, in Leipzig kaum oder ich suche... Ich lach dich nicht aus, aber Leipzig ist eigentlich eine der Anlaufstellen für linken Protest schon immer gewesen. Selbst zu meiner Zeit wurde ein paar Mal im Jahr nach Leipzig gefahren, weil es da immer den stabilsten und größten linken Protest gab. Es gibt überall, gerade in Unistädten und gerade in Großstädten, super viel und ganz, ganz viel linken Protest, ne? Und wenn ihr linken Protest sucht, wenn ihr richtig linken Protest sucht, dann müsst ihr einfach nur gucken, wo Nazis marschieren. Ist ein Nazi? Wo auch immer die Nazis, da sind wir nicht weit weg. Wie finde ich den denn, um mitzumachen? Also ich glaube, in Leipzig findet man einiges. Ich glaube, man findet einiges in Leipzig. Leben möglich macht. Das ist alles extrem wichtig. Dass das Jugendamt, wie es jetzt scheint, fast keine Zeit mehr für Prävention hat, ist auf Dauer. Ich weiß nicht, auf welche Eingebildete solchen Menschen hier alle reagieren, aber Elitäre braucht kein Schwein im wahrsten Sinne. Oder du wirst, man kann auch einfach mal akzeptieren, dass man wahrscheinlich nicht zu einer Gruppe von anderen Menschen passt, ne? Also, das ist dann auch vollkommen in Ordnung, ne? Kannst gerne hier bleiben, aber hier, ich glaube, die Annahme, dass sich hier irgendjemand als elitär fühlt, ist grundlegend falsch. Ja.
für diese Gesellschaft auch deutlich teurer, als da jetzt entsprechend nachzuregeln. Ich sag's euch außer einfach mal so, im Falle euch sind die Einzelschicksale der Kinder und Familien einfach egal, ja, dann vielleicht auf der Kosten-Nutzen-Ebene. Und ich zitiere jetzt nochmal Dr. Irina Wolf. Ich sehe persönlich auch großes Potenzial in der Entwicklung von kommunalen Produktionsketten gegen Kinderarmut. Inhaltlich handelt es... Die beste Anlaufstelle für stabilen linken Protest ist übrigens in allen Städten immer Fridays for Future. Jede Stadt, jedes Land jeder Ort hat irgendeine Gruppe von Fridays for Future und da kann man sich eigentlich immer anschließen. Twitter-Accounts, Instagram-Accounts, auf den Seiten selber. Fridays for Future ist die größte linke Protestaktion, die wir derzeit haben und auch die beste, ne, was die Menge angeht und die Organisation und so. Es geht darum, dass Angebote der Kinder- und Jugendhilfe in einer Kommune so weit aufeinander abgestimmt werden, dass Kindern und Jugendlichen vielfältige Unterstützungsangebote gemacht werden, sozialraumorientiert, das heißt wohnortnah und biografiebegleitend, das heißt von Geburt an und bis zur beruflichen Qualifizierung zur Verfügung steht. Und da sind wir als Gesamtgesellschaft gefragt. Ha, Leute, wir sind gefragt. Besonders in einer Zeit, in der jeder zuerst an sich denken will. Eine Zeit der Aufgebrachtheit, ja, auch weil man selber schlechter dasteht. Das ist ja was Natürliches. Aber vielleicht hilft es auch bei der eigenen Verzweiflung, vielleicht auch bei der Wut, sich die Schicksale anderer vor Augen zu führen und gemeinsam zu helfen, dass denen geholfen werden kann, die gar keine Hilfe mehr erwarten. Bitte helft mir, dieses Thema mehr publik zu machen. Die Konsequenzen, die diese Entwicklung hat, die sind sehr bedrohlich. Ich danke euch schon mal im Voraus für das Verbreiten und natürlich für eure Aufmerksamkeit. Bewertet gerne das Video, lasst mir ein Abo da und vor allen Dingen lasst mich teilhaben an euren Erfahrungen und euren Gedanken zum Thema, dort unten in den Kommentaren. Und bevor ich es vergesse, wenn ihr CyberGhost ausprobieren wollt, dann klickt auf den Link in der Beschreibung. Ihr bekommt 82% Rabatt von mir, 3 Monate umsonst und es kostet euch nur 2,11 Euro pro Monat. Und ja, wenn ihr nicht mehr zufrieden seid, dann gibt es auch noch 45 Tage Geld zurück. So, jetzt aber Tschüssikowski.